Handshake, Smalltalk auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität. Rektor Jens Strackeljahn und Staatssekretär Jürgen Ude begrüßen Kevan Isfahani aus dem Intel-Vorstand, dessen Unternehmen nicht nur Fabriken bauen möchte. Wir schreiten voran und wollen 1,2 Millionen Euro für dieses Projekt investieren. Wir wollen 5 bis 6 lokale Hochschulen unterstützen. Hier haben wir bereits schon in den Rheinraum investiert und ich bin gespannt, das mir hier anzuschauen. Die Kooperation mit der Universität Magdeburg ist der Anfang. Hier wurde der Rheinraum wieder ertüchtigt, damit die Studierenden in neuen Studiengängen lernen, wie Halbleiter produziert werden. Damit sollen in der Region Fachkräfte für die künftigen Chipfabriken ausgebildet werden. Es war einfach erstmal das Basis-Equipment, um diesen Rheinraum wieder arbeitsfähig zu machen. Und jetzt geht es dann weiter. So soll es in den nächsten Jahren ein komplett neues Gebäude nur für die Halbleiterforschung in Magdeburg geben. Aber auch die Uni Halle sowie die Hochschulen Merseburg, Anhalt-Harz und Magdeburg-Stendal sollen von der finanziellen Förderung profitieren.